Also, my friends, wir sind hier gerade live im Stream. 11:0 gerade die Weekend League fertig gespielt, unter Anführungsstrichen, mit der 4-3-3-Formation, die jetzt auch auf YouTube wahrscheinlich hier oben im Titel so steht. Und die Taktik zu dieser Formation gibt es jetzt hier für euch im Stream und natürlich auch für alle, die auf YouTube jetzt hier einschalten. Ich begrüße natürlich jeden Einzelnen, der auf YouTube hier jetzt auf das Video geklickt hat. Ich zeige euch jetzt die 4-3-3-Taktik mit Anweisungen und allem drum und dran. Es ist eine offensivere Formation, aber es ist eine Formation, die ich sehr fühle und die brutal funktioniert. Wir haben es jetzt hier in der Weekend League gesehen, alle Spiele gewonnen. Es war alles auch recht souverän und die Taktik gibt es jetzt. Wenn dir das Video am Ende gefällt, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke, folge dem Kanal für mehr Videos und so weiter, um mich zu unterstützen. Und wenn du Bock auf die Streams hast, findest du ganz oben in der Videobeschreibung den Weg zu den Livestreams. Da kannst du gerne vorbeischauen. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr bin ich hier mit am Start, um euch alle und auch dich natürlich zu unterhalten. Und die NGU-App findest du da auch für tiefgründige Umsetzungstutorials in der NGU School. Schau da gerne mal vorbei, lad sie dir kostenlos runter. Aber jetzt gehen wir rein, schauen wir uns die Taktik an. Und die 4-3-3 war letzte Woche die Dreierkette noch. Ihr erinnert euch vielleicht, die Dreierkette habe ich auch hergezeigt. Diese OP-Dreierkette war auch interessant. Noch interessanter war, die Dreierkette spielt man vor allem, wenn man in-game auf sie wechseln möchte. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt wird es Zeit für einen Wechsel, dann gehst du auf die Dreierkette. Aber als Startformation eher nicht. Ich habe eine Startformation gesucht und ich habe mich erinnert an die alte 4-3-3 aus FIFA 21. Die hat ja so geil funktioniert, da habe ich ja bei den Eli Geller Cups damals mit Edin Dzeko und so gespielt. Vielleicht erinnerst du dich. Es hat super geklappt. Und jetzt habe ich diese 4-3-3 einfach wieder ins Leben gerufen in FIFA 22 und auf Anhieb hat es überragend funktioniert. In Rivals habe ich wirklich alles gewonnen, durchmarschiert. Jetzt hier 11:0 durchmarschiert zu den Rewards und es hat viel Freude gemacht. Du siehst hier die Taktik im Hintergrund, die sieht so aus. Also, Defensivstil ausgeglichen, Breite 50, Tiefe 85. Da ist schon mal interessant, Tiefe 85. Ja, ich habe die Taktik 1:1 von 4-2-4. Sie funktioniert super. Ich presse nämlich gerne, ich stehe gerne hoch und setze den Gegner unter Druck. Vor allem durch diese overpowerten Spieler aktuell kann man sich das sogar noch mehr leisten. Wenn du allerdings ein eher abwartender Spieler bist oder vielleicht noch das Gefühl hast, ich kann noch nicht so gut pressen, ich bin da noch recht unsicher, ich will eher defensiv kompakter stehen oder ein bisschen tiefer, dann geh auf jeden Fall runter auf 70, 50, 40, was halt eben für dich stimmt. Du musst das nicht 1:1 übernehmen. Das sind nur Impulse für dich. Aufbauspiel, langer Ball, direkte Pässe bei Chancenerarbeitung fühle ich am meisten. Das habe ich bei jeder Taktik mit drin. Breite auf 70, Spieler im Strafraum 7, all das ist genau gleich. Habe ich nie verändert, weil das fühle ich, das funktioniert für mich und deswegen never change a running system. Außer du hast das Gefühl, es funktioniert nicht mehr so gut, etwas klappt nicht, dann wandelst du dich natürlich mit. Aber taktisch gesehen klappt das von Anfang bis Ende bei mir und deswegen habe ich da nie krass viele Änderungen gemacht. Du siehst auch, bei den anderen ist auch langer Ball und direkte Pässe. Mehr ist da nicht. Gehen wir auf die Anweisungen, weil die sind sehr interessant. Bei den Anweisungen habe ich jetzt weniger auf defensive Verstärken gesetzt, wie zum Beispiel bei 4-3-2-1, was du ja auch gefunden hast auf YouTube, hier im Taktikvideo oder was ich in den Streams gezockt habe. Hier ist es jetzt mehr Offensive. Pass auf, die beiden Außenverteidiger auf hinten bleiben und übergreifend. Hinten bleiben für die Kompaktheit und übergreifend, damit sie mal ein bisschen nach vorne arbeiten. Aber es ist nicht so krass, wie wenn du zum Beispiel hier auf ausgeglichen hast. Es ist wirklich überschaubar. Dann hast du hier bei den mittleren ZM hinten bleiben und Mitte abdecken. Mehr nicht. Die beiden links und rechts haben komplett ausgeglichen. Kein defensive Verstärken, kein Mitte abdecken, kein gar nichts. Alles gleich so, wie es ist. Und trotzdem bist du stabil. Das ist interessant. Vorne hast du Abwehr überlaufen und zentral orientieren bei dem Stürmer. Ich habe das bei mir deswegen so, damit Ronaldo nicht irgendwo am Flügel immer rumläuft. Der soll seine Position behalten, sonst zieht er da raus und das ist ein bisschen schwierig dann. Und die beiden Flügel haben Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Abwehr überlaufen, um vor allem dann, wenn der Gegner vielleicht zu aggressiv verteidigt und ein bisschen Raum aufmacht, dass sie dann sofort reinstarten, dann starten sie nochmal eher rein. Und für Flanken in den Strafraum, wenn du dich vom Flügel in den Strafraum näherst,
kommen die von außen rein und du kannst sie besser anspielen. Das ist eine geile Möglichkeit. Und das sind die Anweisungen. Also ihr seht, es ist nur einmal defensive verstärken oder hinten bleiben, das ist hier. Alles andere ist ausgeglichen. Du kannst super pressen damit. Du kannst super ballbesitzlastig spielen, sehr dominant. Konterspiel ist auch möglich. Und die magischen Dreiecke hast du an jeder Ecke. Dreieck hier, Dreieck hier. Überall hast du Dreiecke. Egal wo du hinschaust, du hast ein magisches Dreieck. Das ist wichtig für die Miyagi-Runs und das ist wichtig für sicheres und vor allem dominantes Aufbauspiel. Deswegen fühle ich die Formation als Startformation. Ich feiere sie, sie fühlt sich richtig, richtig gut an und ich habe eine souveräne Weekend League gespielt und hatte ganz viel Freude mit dieser Formation. Ich zeige dir noch kurz als kleines Update die anderen Formationen und Taktiken. Die sind allerdings alle genau gleich wie bei den anderen Videos, wo ich es detaillierter erklärt habe. Ich habe nichts verändert, bis auf Raute vielleicht ein bisschen was. Gehen wir gleich zur Raute, weil 4-3-3 spiele ich zu Beginn und dann wechsle ich auf die Raute, falls 4-3-3 nicht klappen sollte. Hier ist die Taktik, die sieht so aus. Die ist fast genau gleich, nur statt 85 hier 71. 71 habe ich hier, weil ab 71 machen sie automatisch eine kleinere Abseitsfalle. Du siehst, der Text ändert sich hier von 70 auf 71. Sie machen eine kleine Abseitsfalle nach draußen. Damit lässt du dich nicht so krass in den Strafraum hineindrücken, wenn der Gegner seine Spieler schickt. Dann schauen wir uns die Anweisungen an. Die sehen so aus. Die beiden Außenverteidiger haben ausgeglichen. Also kein Hintenbleiben in dem Fall. Dann der ZDM, und jetzt wird es interessant, hat Mitte abdecken, Passwege zustellen und in Verteidigung absinken. In Verteidigung absinken. Das ist deswegen interessant, weil dann wird da hinten eine Dreierkette geformt mit Ramos, Varane und Fofana. Und die beiden Außenverteidiger werden zu unterstützenden Flügelspielern, da sie nicht hinten bleiben haben. So hast du eine geile Möglichkeit, für eine Überraschung zu sorgen beim Gegner. Finde ich nice, musst du mal ausprobieren. Dann, die beiden ZMs haben hinten bleiben, beide. Der ZOM hat vorne bleiben. Und die beiden Stürmer haben Abwehr überlaufen. Mehr nicht. Das ist die enge Raute. Richtig, richtig, richtig geil. Ehrlich, super Formation. Spiele ich immer noch sehr gerne. Nach der 4-3-3 jetzt, falls die nicht läuft. Und dann muss ich sagen, switche ich zumeist, falls ich ein Tor brauche, zur 4-2-4. Die 3-5-2 habe ich in letzter Zeit eher weniger gespielt, obwohl sie auch brutal ist. Aber ich zeige dir mal die 4-2-4. Genau die gleiche Taktik wie bei der 4-3-3. Die Anweisungen hinten, ausgewogen bei den Außenverteidigern, genau. Weil die beiden Außenstürmer so weit außen stehen, laufen die beiden Außenverteidiger gar nicht so krass mit nach vorne. Wodurch es dir möglich ist, dass du einfach ausgewogen lässt. Brauchst kein Hintenbleiben. Und es fühlt sich sehr geil an. Dann, die beiden ZMs haben Hintenbleiben. Und das war's. Kein Mitte abdecken. Und alle vier vorne haben Abwehr überlaufen. Nee, Quatsch. Quatsch. Haben sie nicht. Ist das eine... Okay, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe, glaube ich, einmal Abwehr überlaufen rausgenommen. Nee, alle vier haben vorne bleiben. Gut, alle vier haben vorne bleiben. Siehst du, wie lange ich schon nicht mehr drüber nachgedacht habe, was ich da mache. Alle vier haben vorne bleiben und die beiden in der Mitte haben Abwehr überlaufen. Genau, so war es. Die beiden in der Mitte haben Abwehr überlaufen, die haben einfach ausgewogen, damit sie sich vielleicht mal ein bisschen bewegen hin und her. Wobei ich meine, dass ich vielleicht ganz zu Beginn auch Abwehr überlaufen hatte bei allen vier. Sonst hätte ich das jetzt nicht umsonst gesagt. Aber alle vier haben auf jeden Fall vorne bleiben und die beiden haben noch Abwehr überlaufen. Genau. Du kannst doch probieren. Hey, ehrlich. Hau hier Abwehr überlaufen rein und schau mal, was geschieht. Mach das einfach mal, wenn es dich interessiert. Also, so habe ich es jetzt. Aktuell. Genau. Tolle Formation. Super, um aufzuholen. Um während des Games zu switchen. Um Druck aufzubauen. Wenn du Tore brauchst. Aber auch so, wenn du sie spielen magst. Ich liebe sie. Ehrlich. Und dann bleibt noch 3-5-2 und die sieht so aus. Taktik wieder gleich wie bei der Raute. Du siehst es, mit 71 Tiefe und so weiter. Und die Anweisungen sind wie folgt. Beide ZDMs haben hinten bleiben und Passwege zustellen. Beide. Die beiden Flügel haben Abwehr überlaufen für Flanken in den Strafraum und defensive Verstärken, um hinten nochmal zu supporten. Der ZOM hat vorne bleiben. Und die beiden Stürmer haben Abwehr überlaufen und vorne bleiben. Du kannst, wenn du magst, auch
vorne bleiben, bei den beiden weggeben und einfach nur Standard machen. Kannst du mal ausprobieren. Ich habe erstmal noch vorne bleiben drin, um für eine kleine Variante zu sorgen, weil du merkst, jede Formation und jede Taktik hat Unterschiede. Die brauchst du, damit du immer flexibel bleibst, damit du den Gegner immer überrascht, damit du unberechenbar bist, damit du wie Wasser bist. Weil wenn du eine Formation änderst und die ist nicht ähnlich oder gleich, sondern immer anders von der Formation generell und von den Anweisungen, dann überraschst du immer wieder. Selbst wenn es beim ersten Mal nicht klappt oder beim zweiten, dann hast du es eben beim dritten. Und du hast ja vier Möglichkeiten. Und jeder Gegner ist anders und die Server sind immer anders. Deswegen ist es wichtig, dass du variabel und flexibel bleibst. Wie Wasser sein und dich immer anpassen an die Gegebenheiten, bis es für dich stimmt. Ich sage das immer wieder, aber es ist einfach wichtig. Wenn das Gefühl für dich passt, dann gehst du nach vorne. Wenn es nicht passt, dann wandelst du. Das sind die Taktiken. So sieht's aus. So sieht's aus. Genau. 352, 433, 424 und die enge Raute. Und das im Hintergrund ist mein Team. Das hast du zu Beginn auch schon gesehen. Mit R9 Moments, den wir gezogen haben. Mit CR7 Toti gekauft. Und mit vielen anderen Spielern. Und 1 Million. Oben sehen wir die Münzen. Ich habe 1 Million jetzt wieder. Und damit können wir natürlich das Team weiter upgraden. Packs habe ich ein bisschen angespart. Da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun bei meinem Squad in nächster Zeit. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich gerade auch auf Twitch am Start bin. Da erzähle ich das immer vorab und dann nutze ich das hier optimal für YouTube und kann es zweitverwerten, sodass ihr auf YouTube das auch seht. Also kommt da gerne vorbei, falls ihr noch nicht mit am Start wart oder ihr neugierig seid oder ein bisschen chillen wollt abends. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, 21 Uhr sind immer hier die Livestreams. Oben in der Videobeschreibung findest du da den Weg zur NGU to Glory auf Twitch. Und wenn dir dieses Video grundsätzlich gefallen hat und die Taktik und so weiter, lass ein Like da, zeig mir das mit dem Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn neue Videos online kommen, abonniere den Kanal für mehr FIFA 22 Videos, Tipps, Tricks, Tutorials und ja, Kommentar da lassen, was du so vielleicht für eine Formation oder Taktik gerade spielst. Ist ja auch nice, dass du mal deine Erfahrungen teilst, vielleicht hilfst du auch dem einen oder anderen, das ist wichtig. Ich finde das gut. Und in der Videobeschreibung findest du auch den Weg zu meinen Socials und vor allem zur NGU App. Dort hast du auch nochmal tiefgründige Umsetzungstutorials in der NGU School, die dich schnell besser machen in FIFA. Ich empfehle dir da nur, die App dir runterzuladen und gönn dir das einmonatige kostenlose Pro-Abo. Dann hast du Zugriff auf alles und kannst dir selbst ein Bild machen. Ist die vernünftigste Variante. Kostet dich gar nichts. Und dann schaust du einfach. Alles klar. Das war's für heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der 433 und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Tschüss! Bis dann!